Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Wir schreien in Kirby Starlights, weil das Scheiß-Game viel zu laut eingestellt ist und bringen tut's letztendlich nichts. Also, wir sind am Ende der zweiten Welt, holen uns vorher nur wieder einen Kumpel im Traumpalast ab, mit dem wir den ohnehin viel zu schweren Boss uns ja noch etwas vereinfachen können. Auf Deutsch, mit dem wir uns das Spiel noch fucking easy machen können, weil es nicht einfach genug ist. Ich hoffe, das reicht dafür. Genau. Nochmal einen der letzten drei, die wir noch nicht hatten bisher. Jetzt fehlen nur die Standards, die nicht als DLC waren. Die und Speerwaddle, die Typ, Mensch. Keine Ahnung, wie der heißt. Dann, so kommt man in die Weltauswahl. Ich meine, wäre im Menü auch gegangen, aber wurde so einfach, wenn es auch umständlich geht. Planet Pop. Gibt's auch noch einen Traumpalast, bei dem wir vorbeischauen können. Und uns gleich mal die abholen, würde ich sagen. Haben wir ja freigeschaltet, weil wir ihn als Boss der ersten Welt besiegt haben. Dann wäre es ganz passend, ihn zum Boss der zweiten Welt dabei zu haben. Und danach werden wir ja auch schon wieder neue freischalten. So, komm rüber. Die. Wir gönnen uns. Also, ich find's eben ganz passend, auch wenn ich sagen muss, irgendwas an dem Sprite von Dedede finde ich sehr komisch in dem Game. Gerade im Vergleich zu dem, wie ich ihn aus Smash Bros. Kenne. Gerade der Gesichtsausdruck hier, der ist seltsam. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was könnte hier für ein Boss sein? Also, ab geht's. Den Schalter hier können wir durchaus drücken. Und mal gucken, wie lange es noch dauert, bis ich nicht am Anfang einer Folge erstmal den Stick nach oben drücke, um zu springen. Könnte noch dauern. Den Stein nehme ich mir mal als Kumpel mit. Stimmt, Regenbogen-Puzzleteil gibt es ja hier normalerweise auch. Ich bilde mir auch ein, ich wüsste ungefähr wo. Das sah kurz so aus. Übrigens hier, man fliegt anders mit der Ability. Wenn man A gedrückt hält, fliegt man so. Wenn man es loslässt, sinkt man halt. Kann ganz praktisch sein. Ganz interessante Musik, aber nicht wirklich mein Fall. Käfer ist eine sehr starke Ability in dem Game, weiß ich. Und wir haben noch eine Freundessternpassage, bevor es zum Boss geht, der garantiert nicht Meta Knight ist. Tust. Ich meine, inzwischen kann ich es ja auch so sagen, ne? Oh, warte, ich überleg grad. Obwohl... Ich glaube, man braucht hier, was das Seil zerschneiden kann für seinen Stern, aber ich weiß gerade nicht, ob Käfer das kann. Das ist gerade der Punkt. Ich weiß nicht, ob Käfer das kann. Feuer will ich definitiv nicht mitnehmen. Okay, mit Feuer könnte ich das Gras hier wegbrennen. Aber ich weiß eben nicht, wie wechsle ich die Position... Wie wechsle ich die Position? Reiterwechsel auf X. Ich bin eh viel zu spät. Respawnt der vielleicht noch? Weil ich würde den Stein dann mit dem Feuer austauschen lieber. Danke. Damit ich das hier abbrennen kann und sicher gehen, dass ich nichts Richtiges verpasse. Aber zum Glück ist hier Heilung, weil das Level ist so schwer, ich habe mich sogar treffen lassen. Ich glaube mal, den Typen brauche ich nicht. Ansonsten kann ich ja zurückgehen. Hier, da kann ich auf jeden Fall was mit zerschneiden. Und bekomme Puzzleteil für. Die Steuerung ist nicht angenehm mit dem Item, muss ich zugeben. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier was verpasst habe. Oder gab es
Na, ich weiß nicht, ob es zwei Passagen mit dem Stern gab. Wahrscheinlich schon. Wenn nicht, müssen wir nochmal durch. Aber hier ist noch mehr Sternkram. Brauchen wir Eis? Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Leute, ich glaube, wir brauchen Eis. Spoiler. Damit wir hier easy durchkommen. Ein Glück, endlich wieder Heilung. Nein, das klappt nie auch. Und das brauchen wir wieder zum Weiterkommen. Aber es fehlt immer noch das Regenbogen-Puzzleteil. Ich weiß jetzt nicht, ob das da, was wir da unten gesehen haben, der Weg weiter ist. Ja, die Wechsel, die müssen so. Aua. Hier gehe ich noch nicht rein. Ich bin mir fast sicher. Irgendwo fehlt mir hier das Regenbogen-Puzzleteil. Warte, sehe ich das richtig? Man trifft Gegner sogar, wenn man nur nah am Boden schießt. Uff. Ist es hier so schwer versteckt? Ich habe echt das Gefühl, ich verpasse das Regenbogen-Puzzleteil gerade. Weil ich halt auch literally keine Ahnung habe. Ui, oh. Nächstes Mal renne ich noch effektiver rein, keine Sorge. Also, wenn es hier zum Boss geht, dann werde ich es nachholen müssen. Nein, es geht noch weiter. Ich dachte kurz, ich hätte hier ein Zeitlimit, als ich das gesehen habe, aber anscheinend nicht. Ich folge den Sternen mal. Hier haben wir Feuer-Ability. Brauchen wir auch. Um das Eis zu durchbrechen. Gibt aber auch nicht der Oh. Doch, gibt das Regenbogen-Puzzleteil. Ich bin nur blöd. Ja gut, dann haben wir das auch geklärt. Hier unten habe ich nichts verpasst. Die respawnen ein bisschen arg schnell, ne? Ja, natürlich stopp ich in den scheiß Gegnern drin, deine Oma. Also, das müsste dann eigentlich das Ende der Freundessternpassage sein. War doch deutlich einfacher, als ich im Kopf hatte, das Regenbogen-Puzzleteil. So, der Stern explodiert. Wir stehen kurz vorm Boss. Ich guck mal, obwohl meine Ability austauschen ist irrelevant. Es ist Meta Knight. Der fordert mich zu einem Schwertkampf heraus. Wie so oft. Man muss das Schwert nicht nehmen, aber ich werd's. Aber ich hätte gern den Elektrotypen im Team anstatt dem Feuertypen. Einfach mag ich persönlich lieber. Didi bewegt deinen fetten Arsch rüber. Wird Zeit, ein paar Keks zu schlachten. Okay, ein paar, ne? Nimm dies. Ich sag ja. Und guck mal. Meta Knight. Wer hätte denn das erwartet? Kann mir der Ability geben? Ich will eine Ability. Hier, Elektro-Keck. Kann ich kein Elektro auf ein Schwert bekommen, oder... ist der Typ einfach nur verblödet. Ich hab nach oben gedrückt. Und warum... warum habe ich das Gefühl, wir werden in diesem Kampf ganz dumm verkackt? Warum bist du tot? So. Und jetzt verkloppen wir doch noch ein paar Keks. Oh yes, futtern! Didi, du Keck brauchst Heilung!
einen Metanite haben wir anscheinend schon wegbekommen. Was? Lol, ich wusste nicht, dass das geht. Anscheinend, wenn man mit dem sein Schwert klänkt, so richtig Schwertkampf-like, dann kassiert er heftig. Hier, so kann ich jetzt schön was machen. Ich muss nur aufpassen. Natürlich fliegen die alle oben hin. Relativ guter Damage. Der Kampf ist alles andere als glorreich, aber... Wenn wir uns jetzt nicht zu blöd anstellen, müssten wir das gewinnen. Was ist das? Ich gehe lieber aus dem Weg. Okay, damit haben wir ihn besiegt. Ich wollte gerade noch ein Herz auf ihn werfen, aber das wird dann wohl nichts mehr. Aber egal. Ab sofort ist er sowieso als Freund freigeschaltet, den wir im Traumpalast bekommen können. Und wir haben die zweite Welt durchgespielt. Was für Wurstbrote pingen mich schon wieder? Cutscene-Time-Gedöns. Alter, was ist gerade los bei SQT? Und guck mal übrigens, auch wenn ich nebenbei beschäftigt bin, da landet gerade Jesus Mutter. Passt nicht, egal. Ich brauche hier eine Minute. Ich muss gerade eine CB-Aufstellung machen. Für SQT. Da haben wir das Bild auf zur dritten Welt, die schon etwas bedrohlicher aussieht. Und bekommen natürlich noch Puzzleteile. Reicht halt für gefühlt nichts. Also, jetzt kann's ein bisschen weiter. Ja, gerade eben noch wieder haha lustig. Und wie gesagt, Meta Knight und Margolor. Keine Ahnung, wie der zweite Taranza und Susi. Margolor ist absolut mein Favorit von denen. Festung der Schatten. Die Störbastion. Leicht anderes Feeling. Selbst der stoische Meta Knight ist der Bösartigkeit der Gegner verfallen. Zu einem Überfluss ist auch noch ihre unheilvolle Festung aus dem Nichts erschienen. Was wollen sie nur in diesem Land? Aber nichts hält Kirby und seine Freunde auf. Ab geht's. Welt 3. Es wird ernster. Und ich will nichts sagen, aber das Spiel ist nicht lang. Hust. Hust. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss das gerade echt kurz machen, das ist relativ dringend. Also sorry dafür. Ist halt so der Co-Leader live, weil ich einfach der Beste bin. Und wir brauchen endlich mal wieder einen fucking Win. Ihr seht. Sieht hier auch ein bisschen anders aus alles. Was genau das da unten für eine Flüssigkeit ist, weiß ich nicht. Die Torhausstraße. Jetzt beginnt der Teil des Spiels, ab dem viele sagen, das ist Kingdom Hearts, aber Kirby. Wir haben jetzt die Psycho-Ability, weil wir hatten mit Jojo noch nicht genug Ness.
Und die Psycho-Ability ist ziemlich stark. Oh, guck mal, das sieht ja fast aus wie Ivysaur Up Smash. Nach oben, das Dash. Oh, der Dash gefällt mir. What? Ich kann für eine halbe Ewigkeit unsichtbar bleiben. Help! Ich bin OP! Guck mal, du hast ausgedient! Jetzt kann ich hier mit Nikita Ledge trappen! Aber Beak! So, machen wir den Bullshit mal weg. Okay, das hält irgendwie nicht gescheit gerade. Egal, wir schaffen's so. Ja gut. Ich glaube wirklich, die Fähigkeit ist broken. Weiter geht's. Wir haben gerade ein bisschen das Problem bei SQT. Wir müssen endlich mal wieder ein CB gewinnen. Die letzten haben wir nur gegen gute Clans gemacht, sehr gute. Und halt nicht viel Chance gehabt. Sind halt auch nicht der Beste, aber... Dieses Mal hätten wir wieder eine Chance, aber mehrere der besten Spieler können jetzt nicht. Was so viel heißt wie ich und Christian, lol. Und, oh, warte, ich hab einen Stromtypen. Kann der was machen? Obwohl, der kann. For real. Ich kann mit der Fähigkeit auch noch Elektrotore öffnen. Und was macht eigentlich meine scheiß Zeichner denn da? Hat die irgendwie wenig Defense? Ich hab so den Eindruck, die stirbt so schnell. Die ganze Zeit am Rand des Todes. Und wird aus balance-technischen Gründen wohl auch ein bisschen Sinn machen, aber... Verpiss dich. Oh, geil, das ist ja auch noch wie Zelda ab wie ein Multi-Hit. Wir dürfen übrigens nebenbei nicht vergessen. Ich überleg auch grad. Gab's hier einen? Hier gab's keinen. Hallraum, glaube ich. Den gab's später in der Welt. Ja, mach bitte den Weg frei. Wir brauchen das für den Zwischenboss, der bestimmt nicht gleich kommen wird. Weil nicht irgendwie jedes Mal ein Zwischenboss kommt, nachdem man so eine Ability erhält. Nur mal kurz hier gucken. Dann mach mal weiter einen Weg frei. Leute. Was? Das ist ein Joke, oder? Joke. Ihr fucking unfähigen Vollidioten. Und langsam glaube ich, es kommt kein Zwischenboss. Kann das? Guck mal. Das Ding verwandelt sich in dem Game nochmal und ist immer noch fucking bad. Junge. Ah, jetzt kommt ein warte, ist das schon der Level-Boss? Weil das Level hat einen relativ besonderen Boss. Ich könnte mir wieder die Psycho-Ability mitnehmen, aber... Oh, das sieht cool aus. Aber das ist ernsthaft schon der Level-Boss. Das Regenbogen-Puzzleteil war wirklich schon wieder versteckt. Als sollte man die einfach nicht verpassen können. Ja, das ist der Level-Boss. Und vielleicht merken manche hier, warum das manche ein bisschen an Kingdom Hearts erinnert. Hust. Und da sind die Torwächter. Pon und Con. Super Namen. Wisst ihr, was euer Problem ist? Ich habe eine broken Ability. Ich bräuchte am besten eine... Okay, ich mache den ersten Hit mal so, aber es wäre natürlich schön, wenn ich eine Möglichkeit irgendwie bekomme, beide auf einmal zu hitten. Aber anscheinend kommen die nicht gleichzeitig. Doch vorbei. Ich glaube, das tun sie in der zweiten Phase, weshalb ich jetzt hier drauf warte. Ein bisschen auf die Steinsäulen oben achte, weil die jetzt ganz bestimmt nicht runterfallen. Oh, tun sie wirklich nicht. Rein geht's! Mann, krasser Level-Boss. Ich glaube, hier war es auch nicht geplant, dass man die Ability mitnimmt, aber gemacht habe ich es trotzdem. Guck mal, wir freuen uns jetzt mit ihnen an. Und sie machen uns
episch mit einer tollen Animation das Tor auf. Ich habe schon Leute gesehen, die haben in Videos hier von an dieser Stelle einfach Kingdom Hearts Musik eingefügt und es passt so gut. Ich kenne die Reihe nicht wirklich, aber sogar ich sehe, dass das Ähnlichkeiten hat. Also, ab geht's, das war das erste Level. Absolut nicht lang oder herausfordernd. Sad Story. Viele Puzzleteile gibt's auch nicht. Wir nähern uns aber der Vervollständigung des zweiten Bildes. Ich weiß gerade nicht, die Welt ist, glaube ich, schon ein bisschen länger. Kann ich mich ein bisschen... Nee, man kann auf der World Map sich nicht umgucken. Hier haben wir aber einen Warpstar. Das da unten sieht sehr aus wie ein Kirby's Adventure Wii, das Zeug. Hier, ihr könnt euch vielleicht denken, hier ist eine Secret Stage. Östlicher Wall. Hier gibt's einen Schalter. Wo muss ich noch rausfinden? Oh, das Design gefällt mir. Das Design gefällt mir doch. Jawohl. Die Atmosphäre des Spiels ändert sich halt schon sehr drastisch. Ein bisschen zu drastisch, muss ich ehrlich sagen. Also noch eine welche zwischendrin wäre kein Schaden gewesen. Die ein bisschen so übergangsmäßig ist. How to Stab. Bist du behindert? Habt ihr das gesehen? Kannst du mir mal danke? Wenn du mir Abilities geben kannst, warum hast du es im Bosskampf nicht gemacht, du Vollidiot? Egal. Alter, ich... Gott, war dieser... Irgendwie glaube ich, wir haben den Helfer mit der schlechtesten KI gefunden, ne? Wenn ich mir mal so angucke, was hier heute los war. Ich meine, letzte Folge hatten wir echt schon ein richtiges Genie dabei, aber das gerade eben hat sich selber in den Stacheln sozusagen gesoftlockt, weil, keine Ahnung, wollte die ganze Zeit zeichnen, wurde aber von den Stacheln getroffen, weil sie fucking drin stand und hat es dann wieder gemacht. Also, GG an dich. Ich glaube, wir sind zu dritt besser dran als in Begleitung von dem Viech. Das erinnert mich gerade sehr an eine Kirby's Adventure Wii Passage. Übrigens, how to properly use this item. Oh, ich wurde getroffen. Sad Story. Und, kann ich das schon von hier aktivieren? Ja. Weil Stab so eine fucking hohe Range hat. Ich hatte schon Angst, dass das jetzt das Regenbogen-Puzzleteil ist. Ja gut. Ich dachte, da könnte ich vielleicht irgendwas für ein Secret machen, aber nein. Das Regenbogen-Puzzleteil müssen wir natürlich noch ausfindig machen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang der Level ist. Allgemein, von dieser Welt habe ich absolut keine Ahnung, muss ich sagen. Ich weiß ein oder zwei Sachen und habt ihr Range. Kommt ein Bosskampf schon, oder? Wachsen. Maxi ist tot. Warum? Und ich glaube, der eine hat ein Problem da drüben. Los, biete uns! Oder halt vor allem mich, damit wir an den Scheiß da rankommen. Die Stacheln dazwischen drin sind doch auch nur für meine zu bekiffte KI. Wow, der ist sogar schlau genug, drüber zu fliegen. Aber das Regenbogen-Puzzleteil fehlt immer noch. Warte, ich will den...
Danke. Ich wollte dich schon vorher abstechen, du Keck. Imagine, warum lassen die sich nicht abstechen? Hier, guck mal, dein Freund ist tot. Guck mal, du bist tot. Was ich hier runter kann, hat für mich sehr verdächtig gewirkt, aber das ist nicht das, was ich brauche. So, wir brauchen wieder den Trendwurf. Lead. Um zu diesem Bonusareal zu kommen. Gott, meine Stimme tut weh, wenn ich das hier zu lang mache. Und guck mal, was wir hier haben. Müssen wir den Stein zerstören? Ja, definitiv. Deswegen bieten wir uns voll rein, aktivieren das Ding und das ist wieder ziemlich geschenkt. Also, übrigens, gute Nachrichten. Noch ein Leben. Wir haben bisher noch keins verloren in diesem Spiel. Schwer wie es ist. Auch wenn es beim Meta Knight ein bisschen zu knapp war allgemein. Bei den Bossen struggle ich. So, hier das Zeug ein bisschen auseinandernehmen. Meine Gang zerstört einfach alles. Und hier habe ich doch richtig gesehen. Hier ist nichts unten drunter. Genau, das wollte ich wissen. Ich glaube, die Dinger aktivieren sich erst, wenn jemand an ihnen vorbeiläuft und damit im Rücken zu ihnen steht. Aber das bringt nicht viel. Also, jetzt ist es wieder nur noch bis Levelende warten. Das lingert auch noch. Oh, wir haben wieder eine Friend-Ability. Die Brücke. Die Brücke ist definitiv das, was ich am wenigsten mag. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der überhaupt hin muss. Wahrscheinlich ganz runter. Überraschung. Und das war auch nicht sonderlich schwer. Wir haben es geschafft. Kriegen dafür einige Belohnungen. Potenzial auf die Kämpfer-Ability. Und stimmt, den Schalter brauchen wir ja noch. Den gibt's hier. Das ergibt Sinn. Ich hatte ehrlich gesagt schon ganz vergessen, dass wir einen brauchen, aber ich hätte auch nicht gewusst, wo er hätte sein sollen, wenn er nicht hier gewesen wäre, muss ich sagen. Und damit sind wir am Levelende. Ist ganz interessant, dass es teilweise zwei in dem Game gibt, wenn es am Ende vom Level Secrets gibt. Aber ja. Also, wieder das Bonusspiel zum Abschluss. Warte, wenn wir die 1 treffen, müssen wir wohl bis zur nächsten Folge warten. Schade. Oder bekommt man in diesem Spiel bei der 1 nur One-Up? Ich habe keine Ahnung. Aber dann müssen wir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge warten. Und es reicht immer noch nicht, um das Puzzle zu vervollständigen. Das wird dann auch auf die nächste Folge warten müssen. Aber hier bekommen wir noch ein bisschen mehr vom Regenbogen-Puzzle-Teil. Und an dieser Stelle endet dann auch diese Folge von Kirby Star Allies. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn's zum nächsten Bosskampf geht. Wenn wir uns angucken, was in dieser Welt wirklich abgeht. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns.